Hey Friends, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mir mal wieder ein kleines Überraschungspaket bestellt. 75 Teile bei einem bei Mick Fun Shopping. Da habe ich jetzt schon 3, 4, 5 Mal bestellt, glaube ich. Da war immer, die Pakete waren einfach nur einwandfrei. Da bezahlt man halt ein bisschen mehr für. Kosten 39 Euro. Da sind halt so Gadgets und da kann alles Mögliche. Es gibt halt auch Läden von, wo du dann Tassen in allen möglichen Varianten kaufen kannst, Star Wars Kram, T-Shirts und so weiter und so weiter. Ja, auf jeden Fall haben die Pakete nicht so die geilen Bewertungen bei Amazon gekriegt, weil scheinbar andere Händler auch unter demselben Angebot anbieten. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, was da drin ist. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal von vornherein behaupten, dass es geil ist, weil es bis jetzt halt immer geil war. So, dann gucken wir da mal rein in das Video. Oh, Alter, ich sehe es jetzt schon. Es wird ein mega geiles Paket sein. Auf jeden Fall das Erste, was ich schon sehe, ist schon ziemlich cool. Ich werde jetzt mal ein bisschen switchen hier. Ein bisschen näher ran. So. Was haben wir denn hier als Erstes drin? Geiler Scheiß. Als Erstes haben wir eine Messenger-Bag mit Totenköpfen drauf. Ich hoffe, man kann es sehen. Oh, die ist so mega. Die haben schon wieder vollkommen meinen Geschmack getroffen. Was haben wir hier? Okay. Das kann ich auch ganz gut gebrauchen. Das ist einfach nur so ein komisches Halstuch. Kann man auch verwenden. Sehr gut. Dann haben wir hier, oh mein Gott, ja. Nochmal Totenköpfe. Die haben so viel Krempel mit Totenköpfen. Das ist wieder ein Halstuch so mit Totenköpfen drauf. Oh Gott, es geht noch weiter. Dann halten wir hier, hatte ich schon erwähnt, das Paket hat 39,99 Euro gekostet. Und da ist jedes Mal ein Vielfaches des Wertes drin. Ne? Hier haben wir ein Cappy mit Totenköpfen. Perfekt. Was haben wir hier noch? So, Alter. Dann hätten wir hier einmal von Rock Daddy einen Schal mit Totenköpfen. Verdammt, jetzt ist der Winter schon fast vorbei. So. Dann hätten wir hier noch ein Cappy. Ich sammle Cappies. Das ist, passt sich perfekt. Von Chill Out. Es ist hier so übelst viel drin. So, Alter. Diesmal war es wohl ein Totenkopfpaket. Dann hätten wir hier, was sich auch perfekt passt, einen Gürtel mit Totenköpfen. So, dann haben wir hier noch einen Gürtel. Einfach mit Sternen drauf in grün. Olivgrün ist auch gut. Ich werde mal das Paket runterpacken und von unten aus weitermachen, weil ich habe, glaube ich, sonst nicht genug Platz auf dem Tisch. Es ist wirklich prall gefüllt. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen umswitchen. So, weil die Ecke da ist ja jetzt schon voll. So, dann hätten wir hier ein Portemonnaie, wo einfach nur Porn draufsteht. Das werde ich auch direkt benutzen. Dann haben wir hier so eine Schlüsseltasche, denke ich mal. Wird es sein. Mit Flammen drauf. So. Dann haben wir hier von Rock Daddy noch ein Portemonnaie. Mit einem Totenkopf drauf. Dann hätten wir von Rock Daddy ein Anarchie-Portemonnaie mit Schlüsselkette. So, das war die Rechnung. Dann haben wir hier eine, okay, eine komische Schutzbrille, die aber auch sehr geil ist. Oh Gott. Die haben wieder vollkommen meinen Geschmack getroffen, muss ich ja sagen. So, dann hätten wir hier Hosenträger mit Totenköpfen drauf. Okay, Alter, hier ist eine ganze Tasche voll mit
Kleinkram, der wird auch noch folgen. Okay. Das ist jetzt nicht so ganz mein Style, diese Mütze, aber ich werde sie mir natürlich trotzdem einfach an die Wand hängen. Was soll der Geiz? Hatte ich schon erwähnt, das Paket hat 39 Euro gekostet. Ich wollte es ja nochmal gesagt haben, weil es ist wirklich unglaublich, was man für das Geld kriegt. Dann hätten wir hier so ein Banana-Ding mit toten Köpfen drauf. Wer meine anderen Videos gesehen hat, ich habe mir zwei Pakete relativ kurz nacheinander bestellt und habe dann ziemlich dasselbe bekommen. Aber das ist jetzt einfach mal richtig genial, weil hier ist wirklich nur anderer Kram drin. Dann hätten wir hier noch ein Portemonnaie, so mit Nieten drauf und einem Totenkopf in der Mitte. Ich weiß nicht, welchem Hersteller das ist. So, dann haben wir hier von MB Müller. Okay, wir haben einen Flachmann mit einer Katze drauf. Den habe ich schon, aber ist nicht so schlimm. Vielleicht werde ich ihn auch einfach mal verschenken. Man kann ja auch mal was verschenken. Obwohl ich sagen muss, ich habe aus den letzten Paketen, wo ich so viel doppelt hatte, habe ich auch schon eine Menge verschenkt. Alter, was ist das zur Hölle? Das ist eine Cornflakes-Tasche. Aber ich hoffe, man kann es sehen. Also so geil. Die haben so geilen Scheiß. Also wenn ihr einen Mick Fun Shop im Laden bei euch in der Nähe habt, geht einfach mal rein. Das ist wirklich total genial. Und ich habe hier jetzt schon locker das Geld wieder raus. Und die Box ist immer noch halb voll. Man muss natürlich auch auf den Kram stehen. Hier hätten wir nochmal eine Umhängetasche, US Army Aviation in Olivgrün. Wie gesagt, man muss halt auf diesen ganzen Kram stehen. So. Ich sehe das dann immer, wenn die Leute Bewertungen bei Amazon schreiben und, oh ja, das war so schlecht. Ja, aber ich muss mich doch von vorher schon mal informieren, was da drin ist und ob das überhaupt in meine oder mein Geschmack trifft. Machen die meisten Leute nicht. Ich habe auch schon Restpostenpakete gekauft, so wie das vorletzte war, glaube ich, mit so Handykram drin, aber da waren dann halt drei Hüllen für ein iPhone drin, iPhone 5. So, iPhone 5 ist ja steinzeitlich. Aber ich habe eine Kollegin gefunden, eine Arbeitskollegin, die auch schon ein bisschen älter ist. Die kriegt erstmal eine Hülle, kann sie geschenkt haben. Alles gut, weg ist das Ding. So, hier hätten wir noch mal ein Tuch. Ich werde das jetzt einfach mal nicht auspacken, weil das habe ich auch schon, das weiß ich. Und das werde ich verschenken. So. Dann hätten wir hier zwei Fußballhüte. Frankreich und Portugal soll das wohl sein. Die sind nicht so geil, aber ist nicht schlimm. Es kann nicht immer hundertprozentig das in Überraschungspaketen drin sein, worauf man steht. So, dann haben wir hier noch eine Mütze. Oh, da stehe ich auch drauf. Natürlich. Mit dem Hanfblatt drauf. Oh Mann. So, dann haben wir hier noch eine, ich weiß nicht, wie man diese Mützenform nennt. Wenn es einer weiß, kann er es mir gerne sagen. Werde ich bei mir einfach an der Wand hängen. Kommt zu meinen Käppis, scheißegal. So, weiter geht's. Dann hätten wir hier ein SKA Schlips. Ich sag's auch jetzt nochmal, von dem Anbieter ist halt, ich werde euch auch, das ist der oberste Anbieter, der heißt, wartet, lasst mich euch zeigen, wie der heißt. Pickliste Mick Fun Shopping. Ich werde ihn euch auf jeden Fall im Video markieren, beziehungsweise ich werde euch das verlinken unten drunter, damit ihr auch beim richtigen Anbieter kauft, weil da sind immer mal wieder andere Anbieter drin, wie schon gesagt. So. Wir haben hier noch einen Nietengürtel. Mir wird da, denke ich mal, passen. Ich werde den auch benutzen. Ich werde den noch verarbeiten und ziehen. Sieht vielleicht ein bisschen freaky aus, aber egal. So, dann hätten wir noch einen Schlips. Der ist diesmal einfach dezent. Das ist ein, der auch unten relativ dünn ist. Einfach nur in Schwarz. Oh mein Gott. Noch ein Gürtel, Alter, ich kann meine Gürtel wechseln und wieder ein cooler Rockabilly-Gürtel.
hoffe, ich muss ihn gleich mal kurz zwei Sekunden probieren, ob er mir passt. Natürlich. So, schöner Rockabilly-Gürtel. Wie man sehen kann, der Tisch ist häufig und häufig und das Paket ist noch lange nicht leer. Hier gibt es nochmal von Rock Daddy ein Poloshirt mit einem Spinnennetz drauf. Hier gibt es nochmal von Duff Beer von Simpsons ein von Simpsons mit Duff Beer drauf, ein T-Shirt. Leider ein XS. Da will ich nicht reinpassen, aber ist nicht schlimm. Verschenken. Okay, das ist eine Jacke, die werde ich jetzt nicht auspacken. Das ist einfach nur von Rock Daddy eine Jacke. Ich glaube, da ist auch nichts drauf. So. Dann hätten wir hier nochmal ein Dreieckstuch in Tarnfarben. Dann haben wir von Fun for You, hätten wir hier nochmal ein paar wunderschöne Handschuhe mit Knochen. Aber ja, die werden mir sicherlich passen, weil ich habe, wie man sehen kann, sehr kleine Finger. Ich passe auch schon in 7er Handschuhe rein. Dann hätten wir hier von MB Müller eine Maske, über die werde ich ein separates Video machen, werde mir das Ding natürlich auch mal anziehen oder mal aufsetzen, wie die aussieht. Oh, noch eine. Oh, geil. Das sind so Biker-Masken. Hier eine Biker-Mask. Okay, über die werde ich auch ein separates Video machen, weil die sieht auch schon mal ganz cool aus mit so einem blutverschmierten Mund. Ich hoffe, man kann es sehen. Dann hätten wir hier noch eine Mütze. Einfach so. Nichts Besonderes, aber eine Wand. Dann hätten wir hier ein paar Rock Daddy Säckchen mit Totenköpfen drauf. Sehr Rock Daddy-lastig, aber für mich trotzdem geil. Ich finde, Rock Daddy macht sehr coole Sachen. Wie man hier auch schon wieder sieht, ein richtig cooles Portemonnaie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welches ich als nächstes benutzen werde. Ein Rock Daddy Portemonnaie wieder mit Totenköpfen drauf. Dann haben wir hier ein paar Hosenträger mit Hanfblättern. Hier hätten wir einfach nur ein blaues Hemdchen. Ein kariertes. Blau-schwarz kariert. Große M passe ich leider nicht rein. Ich bin ein bisschen zu fett. Dann haben wir hier wieder so ein Bandana-Ding. Eine Decke. So, dann haben wir hier von MB Müller so halb Fingerhandschuhe im Deutschland-Design. Passend zu dem Dreieckstuch, was wir vorhin schon hatten, hätten wir hier in also ein Mandana-Ding in wie heißt es? Tarnmuster. Hat hier zufälligerweise einer von euch mitgezählt? Wenn ja, könnte man mal sagen, wie viele Teile das bis jetzt waren. Ich habe keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall noch ein Beutel mit ziemlich vielen kleinen Teilen. So, dann haben wir hier nochmal Rock Daddy Handschuhe, Halbfinger Handschuhe. So, dann haben wir hier einfach, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, einfach nochmal eine Decke. Aber ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Okay, ich muss es mir kurz selber angucken. Ah, okay. Es soll wieder so ein Totenkopfmonster mit da unten. Es soll auf jeden Fall eine geile Decke, die kommt gleich in die Waschmaschine, danach in mein Bett. Wieder so ein komisch karierter Schlips. Oh, was ist das? Ein wundervoller Gürtel mit. Oh, dreht sich das zufälligerweise? Nein, aber ein
Mega fettes Iron Cross mit so Nieten. Richtig cooles Teil. Ich will das hier auch gleich probieren, ob er mir passt. Ich muss ihn dann. Oh. Er ist eng, aber er wird passen. Ich glaube, ich muss noch ein Loch machen. Ja, ich muss noch ein Loch machen, aber ist nicht schlimm. Aber ist auf jeden Fall schon mal eine coole Gürtelschnalle. So, dann hätten wir hier wieder ein Tuch mit Totenköpfen drauf. Alter, ich glaube, ich kann meine komplette Wohnung mit Totenköpfen dekorieren. Nach diesem Paket. Es ist so mega. Dann hätten wir hier noch ein Bandana. Einfach mit einer 8 drauf. Ist das denn überhaupt Bandana, Mann? Na, also hier steht Zandana Headgear drauf. So. Dann haben wir hier noch ein paar mit Totenköpfen von MB Müller, produced by MB Müller. Mit ein paar Schnürsenkel. Alter, hier ist ein Bäcker drin, das weiß ich. Den hatte ich glaube ich schon mal, aber der ist mega cool. Also vom Design her ist der mega cool. Ist es derselbe? Ja, es ist derselbe, aber er ist. Oder ist es nicht ganz derselbe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Wecker mit Flammen drauf und Herz, Pik, Karo und so weiter. Geil. Aber den will ich verschenken. Mein Kumpel von mir ist auch so ein Rock'n'Roller und der steht auch aus so, so was. Dann hätten wir hier. Na toll. Ah, mein Messer. Ich hatte das schon mal, glaube ich. Oh. Aber ist nicht so wild. Aber was war das? Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nämlich ganz vage an diese Verpackung erinnern. Waren das Eierbecher? Okay, ich glaube, das hatte ich dann doch noch nicht. Nein, das sieht doch nicht aus, als wenn ich das schon gehabt hätte. Was ist es? Oh, episch. Episch, Jungs. Geile Scheiße. Okay. Was ist das? Ich würde da auch. Ah, okay. Hier unten, ich hoffe, es funktioniert. Kann man die Batterie freimachen und dann. Yes, Baby. Geiler Scheiß. Oh, sogar mit Farbwechsel. Cooles Ding. Also das wird auch dann direkt auf meinem Schreibtisch hier stehen bleiben. Ja, das werde ich wieder einpacken erstmal. So. Oh, ja. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe immer noch so viele Teile. Hammerhart. Ich werde jetzt erstmal 2 Sekunden so ein bisschen hier was wegräumen, dass erstmal die ganzen Klamotten. Ah. Oh Gott, es ist dieses Paket ist wieder so übelst voll. Aber einfach nur übelst. Kommt mir irgendwie vor, als wenn das mehr als 75 Teile wären. Mützen und so viele Portemonnaies. Ich weiß noch gar nicht. Das ist unglaublich. Okay, ich hatte erstmal die ganzen Mützen und die ganzen Shirts und so. So, dann kommt hier dann noch rein. Hier und hier. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller aufräume, bevor es weitergeht. Ich könnte das jetzt auch rausschneiden, aber da habe ich eigentlich keinen Bock zu, weil. Wofür? So. Jetzt kommen noch mal unsere kleinen Teile. Dafür werde ich einfach noch mal ein bisschen umswitchen hier. Zack. So. Vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter runter. Gott, wie unprofessionell, aber es soll ja auch nicht professionell sein. Ich will euch das ja. Vielleicht schneide ich es auch einfach raus, aber da ist halt immer die Lust nicht zu da. Hier haben wir erstmal eine wunderschöne Geek-Brille.
Genau. Geek Invader heißt der Anbieter. Also wenn ihr das Paket kauft, unbedingt von Geek Invader. So, dann hätte ich hier noch eine Schlüsselkette mit einem Kreuz dran und nice. Das sieht für mich aus wie ein paar Schnürsenkel, ein paar karierte Schnürsenkel. Auch immer gut zu gebrauchen. Okay, was das ist, weiß ich schon. Die habe ich schon ein paar Mal, aber diesmal sind sie in einem anderen Design, weil normalerweise, das sind Totenköpfe, Kopfhörer oder Ohrhörer, aber die sind halt mit Hut. Die sind mega cool. Dann hätten wir hier mit Totenköpfen ein Patch oder mit einem Totenkopf ein Patch zum Aufbügeln und Aufnähen und so weiter. Dann hätte ich hier mal wieder einen wunderschönen Schlüsselanhänger mit ein paar Karten. Okay, geil. Dann haben wir hier noch ein Patch mit einem Iron Cross und einem Totenkopf. Okay, cool. Das ist auch cool. Aus Naturlatex, mehrfach verwendbar. Zombie-Schnittwunde. Ah. Geil. Gleiches Spiel, Zombie-Bisswunde aus Naturlatex. Exit Skin. Dann hätten wir hier einen Totenkopf. Die sind für einen Aschenbecher. Zack, kann man Kippe rein und dann kriegt die keine Luft und geht aus. Dann habe ich hier mal wieder ein Schlüsselband. Tarnfarben. Was steht da drauf? Nations? Egal, NATO steht da drauf. Okay. Okay, dann haben wir hier noch einen Aschenbecher-Totenkopf. Wenn ihr das von Mick van Schuppig sehen solltet, ich liebe euch, ihr seid die Besten. So, dann haben wir hier einen Umhänger. Eine Kette mit einem Anhänger. Jetzt war ich gerade total verwirrt. Dann hätten wir hier eine Schlüsselkette mit Würfeln dran und Totenköpfen auf den Würfeln. Also normalerweise kostet alleine diese Schlüsselkette, wenn du sie online irgendwo kaufst, ich denke mal so um die 6, 7 Euro. Ja. Nur um mal zu zeigen, wie viel Wert eigentlich in diesem Restpostmarket steckt. Alter, was ist das? Das ist auch eine Schlüsselkette. Eine Mega-Schlüsselkette, okay. Über die werde ich ein separates Unboxing oder beziehungsweise die werde ich euch separat vorstellen. So, dann hätten wir hier nochmal einen Schlüsselanhänger. Wieder, ich hoffe, man kann es sehen, wieder mit Totenköpfen drauf. Dann haben wir hier so ein Patch mit einem Totenkopf und einer Eight und Flammen. Das ist auch, Alter, auch eine Schlüsselkette. Geil. Ich habe schon so viele Schlüsselketten, das ist mega. Weil das sind wirklich richtig coole Designs. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende, aber sehr langsam. Jetzt haben wir hier eine Pixelbrille, die hatte ich, eine Pixel-Sonnenbrille, die hatte ich von in einem anderen Video auch schon drin, aber die ist trotzdem mega cool. So als Deko kann man immer gebrauchen. Schlüsselanhänger mit einem Würfel dran. Wieder ein Schlüsselanhänger, was steht da drauf? Kenne ich nicht. Und noch ein NATO-Schlüsselband. Das ist es gewesen. Ich sag mal, es war ein wirklich mega umfangreiches Paket. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link von dem Paket ist natürlich unten drunter. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch noch Vorschläge, welche Restpostenpakete noch ganz geil sind oder beziehungsweise vielleicht habt ihr Bock, mal eure Erfahrungen mit dem Paket mit mir zu teilen.
Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.